So, moin, liebe Army und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 der Autoschau in Schwabach. Na, hallihallo. So, MC und ich sind wieder am Start. Servus. Und ja, wir laufen aber diesmal jetzt von der anderen Seite in die Autoschau rein und enden sozusagen dann ungefähr da, wo wir beim ersten Teil auch schon geendet haben. Und ich hätte mal gesagt, wir starten jetzt einfach mal hier los und schauen uns wieder die Fahrzeuge an hier. Ich habe jetzt auch extra viel Platz auf dem Handy freigemacht, über 8 GB, damit wir wirklich ein bisschen Aufnahmezeit zur Verfügung haben. Ja, der Radio kommt hier gerade Kia sponsert. Und dann haben wir hier erstmal einen Kia, gesponsert von Radio Gong 97.1 Donauwetter. Dann haben wir hier nochmal einen Kia. Der ist diesmal nicht gesponsert bei Radio Gong. Schreibst du eine Stunde? Das Problem ist, Leute, dass jetzt so viel los ist, dass es Vloggen sehr schwer ist, nur noch. Aber ich kann es nicht erinnern, sind halt die Leute jetzt drauf, ich erinnere es mir jetzt wen. Da war Wandbullinger. Ja, war relativ gut hier auf der anderen Seite. Geht's jetzt auch auf der anderen Seite gleich los? Ist natürlich jetzt ein wenig schwer, die Fahrzeuge so aufzunehmen, dass ihr auch alles seht. Seat. Das lustige Seat war vorne da unten schon und jetzt ist der. Suzuki war vorhin nur Ordner. Stimmt. Aber den hier zeichnet sie zu ähnlich aus. So Leute, und da haben wir einmal die Deutschlandflagge in Autoform. So, dann hier nochmal in Orangen. Schön unauffällig. Eben nicht. So Leute, dann hier zeige ich euch jetzt mal. Hier bei den Revolution Look, hier ist der Revolution Look, in ein bisschen grau halt gehalten. Der hat richtig einen Revo Look und der hinten auch. Und wenn man genau so in die Ecke schaut, schwarz, rot, push, gold. Dann hier, den hatte glaube ich mein Nachbar. Zumindest das Vorgängermodell. So, und das ist optisch gut aussehender Kia, finde ich. Und der hat auch einen richtig geilen Sound. Das habe ich mir vorhin gehört, während ich das Video gerendert habe, den ersten Teil, der hier gerade hochlädt und ungefähr in 20 Minuten oben sein dürfte. Das heißt, irgendwann im Laufe des Videos wird MC dann mitteilen, dass das Video oben ist. Wenn ich eine Benachrichtigung kriege. Und da ist der Holzbauheiter. So. Er holt sich wahrscheinlich das Auto an für sein zukünftiges Auto. Mhm. Full House. Ist halt immer wieder geil, diese Autoshow, Leute. Ich zum Beispiel, ich bin hier auch immer wieder recht gerne. Ich glaube, ich hole mir dann später noch einen riesen Hotdog. Falls es das hier wieder gibt. Nee, gibt's nur beim Kinderkirchweih. Schade. Sonst hätte ich schon lange in der Griffe, glaub mir. Ja Leute, das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt mehr Aufnahmezeit haben, ihr wisst ja, ich bin ein großer Audi-Fan und deswegen werde ich natürlich in den Audis etwas intensiver ins Detail gehen. Ist natürlich ärgerlich für die Leute, die natürlich VW-Fans sind oder so. Oder BMW-Fans. Wir wollen jetzt keine Leute nennen. Chameleon. Sorry, ich habe... Schau mal Leute, hier ist sogar Food Truck. Ich glaube, da hole ich mir später ein. Oh mein Gott. Preise sind irgendwie nicht ersichtlich. Das sind die kostenlos geil, ich will einen haben. ja Leute, hier sind wir übrigens bei Skoda. Interieur. Die Marke, die ich übrigens von meinem Abfirmenauto fahre. Und hier haben wir wieder eine Art Revo-Style.
Was ist das für eine geile Farbe? Die ist irgendwie geil, die gefällt mir. Hat irgendwie was. So Leute, jetzt zeige ich euch die Porsche, die Rentner-Porsche zeige ich euch jetzt. Schaut Leute, Rentner-Porsche. Das sind sogar recht günstige Porsche. Das Lustige ist, dass alle Firmen, die ja irgendwie gezeigt werden in dem Video, voll die Werbung jetzt kriegen. Kostenlos. Dann haben wir hier nochmal einen Skoda Citigo. Gibt's auch als VW ab. Können wir jetzt einen geilen Vergleich machen? Schaut euch mal den Vergleich an, Leute. Die schauen auch eigentlich sehr, sehr gleich aus. Geil, dass die ja nebeneinander gestellt haben. Da konnte man mal ein Vergleichvideo sozusagen machen. Dann der VW Polo hier, der gefällt mir sogar persönlich ganz gut. Vom Design her. Hat eigentlich ein recht nices Design. Aber ihr müsst euch mal anschauen, der ist relativ sportlich gehalten. Auch von deinem Heck her, ist ziemlich sportlich gehalten. Und auch das Interieur ist eigentlich auch ganz sportlich. Also, gefällt mir eigentlich an sich ganz gut. Wo ist MC jetzt wieder? Ah, da drüben. Der MC. Ja? Und hier hatten wir nochmal einen Revolution. Sogar in GTI-Style. Und somit gehen Grüße raus an Darkvision. Kollege von unserer Crew. Ach, Mr. Mrs. Spaß und Manu. Lol, das ist jetzt auf dem Video zu hören. Jetzt geht ihm Dislike. Ich musste raus. Wer weiß, wann wir die das nächste Mal sehen. So, Leute. Ja, auch gut in führerfreundlich. Ja, vor allem Alaska, in Alaska gibt es den. Alaska, ja. Man hat mir 3,5 Zoll angelassen. Aber ich muss schon sagen, ne, jeder, der dieses Auto fährt, hat definitiv einen Talisman. Stimmt. Und das sollte auch nie wieder Pech haben in seinem Leben. Ja Leute, falls ihr euch gerade fragt, warum da gerade so ein Mr. und Mrs. Spaß von MC kam, da gibt es Leute, die mag er nicht so, mit denen hat er ziemlich Streit und die nennt er halt immer so. Die haben halt bei ihm so ein Special Creation Name bekommen. Daher, hier haben wir noch einen Vorsicht Wahnsinniger Golf. Von wegen. Das ist der Nachfolger von meiner Mutter, ihrer Karre, im Endeffekt. Ja, nur dass der wahrscheinlich um einiges besser bringt als die Karre von deiner Mutter. Und somit sind wir gerade momentan in der Charlie-Gegend unterwegs. Zum zweiten Mal heute schon. Und Grüße gehen raus an der Bruder Pro TV. Skoda. Ein Renault. Hey, ich merke, bei dem steht sogar vorne drauf, was es für ein neues ist. Lol. Und Leute, als der Hersteller von diesem Fahrzeug, von diesem Licht her, der war definitiv ziemlich blau. Als er dieses Licht created hat. Oder das Farbenblenden hat nur blaue Akzente gesetzt. Und hier wären wir wieder bei Toyota. Was mir zum Beispiel an den neuen Toyota-Gesetzen ganz gut gefällt, Leute, das ist hier, das ist blau, was die da mittlerweile drin haben. Das ist auch richtig geil. Und die Schätze kommen natürlich wie immer zum Schluss, das wisst ihr natürlich, für die Leute, die sich wundern, wo ganz Zeit Audi bleibt. Das Beste kommt immer zum Schluss. So. Mama, du bist im Video. Aber nicht in gelb. Doch, in lila. In hellgelb. Das ist rote. Da hinten findet gerade ein Deal statt. Ein Auto-Deal. Ja, das sind zwei Seiten links und rechts von uns. Car-Dealer. So, jetzt gehen wir nochmal hoch zu VW, weil da sind noch ein paar. Und dann gehen wir zu den besten Fahrzeugen, die hier rumstehen. Da werde ich mich natürlich dann auch hin und wieder reinhocken. Und jetzt an alle Leute, die von meinen Leuten MC abonniert haben, lasst ihnen ein Dislike für dieses Husten da. Auf diesem Video, ich stehe doch auf Dislike, das wisst ihr doch. So Leute, dann gehen wir mal hier zu den blauen. Auch nicht schlecht mit diesen weißen Häubchen, schaut auch nicht schlecht aus. Das rundet das ganze Auto ein bisschen ab.
GTI war gestern. GTI ist heute. So Leute, jetzt erkläre ich euch mal ganz kurz spaßeshalber mal, wofür das R in diesem Auto steht. Das heißt R-Line, das heißt Rowdy-Line. Also für das Fahrzeug dürfen nur Rowdys unterwegs sein. Bei Vorsicht Wahnsinniger. Das heißt dann Vorsicht Wahnsinniger, Rowdy on the Line. So, da wird auch schon mit dem Auto gedealt. Ja. Guck mal, Leute, ein Hund. Hey. Du bist YouTube-Star. Vorsicht, Wahnsinniger. Ist das eigentlich auch ein Rowdy-Line? Ja, das ist auch ein Rowdy-Line. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Farbe. Nicht schlecht. Es sind auch etliche Leute, die beim Video mal ausweichen, wenn die mitkriegen, dass ich da filme. Voll lustig. Hey. Trinken, saufen, Intensivstation. Schaut Leute. Trinken, saufen, Intensivstation. Das ist dann ein THW, der ein Ding fährt, ein VW. So Leute, und jetzt kommen wir zu den besten Fahrzeugen, die überhaupt auf diesem Planeten umherfahren. Zu den Schätzen von den unter den Autos, und zwar zu Audi. Und MC wird auf jeden Fall noch mehr Dislikes haben. Zero, der MC braucht mal einen YouTube-Gott. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nein! Niemals! Du würdest nie irgendwas machen, nein! Mache, tu ja nicht. Das Schöne ist, Leute, der hat hier, da, hat er so einen Blinker drin, das heißt, wenn der Blinker der so wiecht, finde ich richtig geil. So, dann hätten wir hier einen Audi Quattro Q5. Kleiner, du bist YouTube-Star. Leute, zieht jetzt mal rein, der Kleine in den Auto, das schaut so lustig jetzt aus. Der kann nicht mal über das Lenkrad schauen. Hey, wo fahre ich eigentlich hin? Das schaut halt so funny aus, Leute, das müsst ihr euch vorstellen, wenn der Kleine da drin hocken würde in echt und einen Führerschein hätte. Spätestens wenn es Puff macht, weiß er, das war die falsche Richtung. Oh, da war eine Wand. So, hier der Audi Q2. Mittlerweile habe ich mich aber an das Design gewöhnt, auch wenn es mir anfangs nicht gefallen hat. Mir gefällt es immer noch nicht. Aber jetzt kann ich wenigstens mal eine Frage beantworten, die ich mir schon seit längerem stelle, sobald der Kollege draußen ist. Ob der beim Blinken auch vorne diesen Spezialblinker, da hinten hat er ihn. Frag dir mal kurz bitte, ob der blinken könnte. Nein, das steht raus. Oder blink du mal kurz. Wenn der Blinker funktioniert. Na, dass er nur bei der Zündung funktioniert. Der Blinker geht schon. Wird schon. Das ist natürlich alles schön an der Autoschau, Leute, dass man so kleine Fragen, die man wegen einem Auto hat, das. Mach Warnblinker. Der geht auf jeden Fall. Okay, Leute, somit hat sich meine Frage bestätigt. Er hat nur normale Blinker. Weil hinten hat er nämlich diese komischen Blinker. Weil hinten hat er nämlich hier drinnen. Wo sind die Blinker? Ich glaube, hier irgendwo macht er Zip. Warte, ich zeig's dir. So Leute, dann hocke ich mich jetzt mal, während ich euch mit für euch aufnehme, auch mal in den Audi herein. Ah, und das ist der Style. Da schaut hin. One Blinker. Ob die Hupe funktioniert? Und das ist übrigens die Hupe vom A1. Bong. So, pass mal, wie ich fragst, wo der Blinker war. Bzzz. Ich will rein. War aber ein normaler Blinker. Also nicht dieses mit dem Süd? Nein. Nein. Wo findet man EOP bei einer Autoshow? Bei den Audis. Wo findet man MC bei einer Autoshow? Beim Mustang. Ah, leider nur ein Mustang. Ja. Und dann ist es ja auch keine Super Snake. Da Automatik für Schaltfaule.
Leute, dann gehen wir mal von vorne gucken. Und dann momentan aktuell sind wir meiner Meinung nach ziemliches Flaggschiff unter den Audis. Bäm. Ein richtiges Flaggschiff. Sascha vernünftig. Leute, ihr seht die Sensoren. Sascha vernünftig. Ich prügel den Sensor raus. Ich. Der hat sogar zwei. Ja, falls Sascha vernünftig den einen mit dem Sensor rausgeprügelt hat, weißt. Ist noch ein Ersatzsensor vorhanden. Leute, falls ihr euch fragt, wofür dieses S-Line steht, das steht natürlich für Stupid Line. Weil jeder, der ein Auto, Audi fährt, ist stupid. Ja, der Gesicht ist stupid. Was mir, wobei eben mir jetzt persönlich bei Audi nicht mehr so gefällt, ist jetzt hier diese langgezogene Ding. Aber was ich geil finde, ich habe da letztens einen fahren sehen, der hat hier vorne bei die Ringe, bei vorne, hat er Lichter drin. Das schaut auch nicht schlecht aus. So Leute, und jetzt kommen wir natürlich zu den Flaggschiffen, womit man Mustang locker abzieht. Leistungsmäßig auf jeden Fall, optisch nicht. Hey, genau Leute, ich habe eine Idee, wir stimmen jetzt in den Kommentaren ab. Wer der Meinung ist, dass Mustang geiler ist als Audi, als ein R8, der schreibt in den Chat Hashtag Mustang. Wer Audi geiler findet als ein R8, der schreibt Hashtag Audi rein. Und dann schauen wir doch mal, was die Leute lieber mögen. Boah, geil Leute, da ist der Motor sichtbar. Da glotzen wir doch gleich mal rein. Schaut. Aber die könnten den mal wieder putzen. Wobei mir persönlich sowas hier nicht gefällt mit diesem Carbon. Ich mag das nicht so. Carbon ist generell hässlich. Aber was macht man nicht alles, um Gewicht zu reduzieren? So, wollen wir noch Audis? Da drüben haben wir noch Audis. Dann haben wir hier einen A5. Mir ja lieber als Sportversion, als RS-Version. Aber das ist auch ein Auto für Schaltfahrer. Schaut hin, das ist eine Automatik. Das da hinten ist der Rennwagen, das Gelbe. So. Ich muss auch sagen, weil von Sportwagen können letztes Jahr. Da sitzt im A8 beide abgeschlossen. Und da haben wir natürlich, logisch, jede Marke braucht ein Frauenauto. Du bist YouTube-Star jetzt. Hier haben wir das Frauenauto von Audi. Eine 1. Was hast du für eine Farbe gestellt? Und auch für einen kleinen Geldbeutel. Servus. Was hast du jetzt für eine VW-Farbe? Das. Die Limestone. Das ist fast Silber. Das ist fast Silber. Das Lustige an jedem Auto ist, wenn ich das Auto mal jetzt so ohne Heckklappe vorstellen würde, das wäre irgendwie so hässlich. Wobei der da trotzdem irgendwie Licht oder so macht. Zum Beladen wahrscheinlich. Dann müssen die Lichter eigentlich mal hier sein. Jetzt tun wir uns die. Entschuldigung. Jetzt schauen wir uns die. Ja, das ist das nächste Thema, ja. Aber ich bin ja gar nicht angesprochen worden. Da muss ich so aufpassen. Deswegen kann ich auch teilweise das Gespräch nicht. Jetzt zieht euch das mal rein hier. Und da tut man die Leichen ganz dahinter verstecken, dann sieht man sie nicht. Ganz ehrlich. Hey Fifi, du bist YouTube-Star. Nein. Wo sind die jetzt? Irgendwo bei der Autoshow. Philipp. Leute, das muss jetzt einfach sein. So Leute, und da wir jetzt hier auch da schon durch sind, werden wir jetzt halt mal ganz kurz nochmal zu den THW-Lern gehen und werden Power Trio noch ein wenig zum Abschluss dieses Video im Power Trio nochmal ein bisschen triezen. Weil ihr wisst doch, ich hab ihn ja so gerne. Und MC ist da bestimmt dabei beim Power Trio ärgern. Mal schauen. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir auch einen Killstyler finden, der mittlerweile auf dem Teamspeak rumeiert. Weil wir mittlerweile ja 2000 hilflose Wichtel bei uns haben. Oh je, meine. So, das schieben wir uns mal schnell durch. So Leute, dann gehen wir mal. Step up 3. Checkst du? Ja, MC ist verspielt.
So Leute, was natürlich eigentlich nicht zur Autoshow gehört, aber hier schmutzige Fahrräder. Könnt ihr einmal wieder putzt werden? Schnell, Einsatzgruppe. Ah, da vorne ist ein Einsatz. Schau mal, da ist Blaulicht. So, jetzt gehen wir mal nochmal zu dem Blaulicht hin. Und dann schauen wir mal, ob wir einen grün-weißen Partybus finden. Ich glaube, die sind eher weniger mit dem Partybus vertreten, als mit dem Lieferauto. Ey, MC, sag uns mal, was das für ein Fahrzeug ist. Ein Iveco. Ah, das ist sogar der Dings, der Transporter. Ich glaube, das ist sogar der Ding, wie sagt man? Einsatzleitung. Intensivtransporter, glaube ich, oder halt Einsatzleitung. Ah, steht da oben drauf, Einsatzleitung. Habe ich jetzt erst gelesen. Hä, dafür hat der Einsatzleitung ständig einen Kater. Schauen wir auf die Funknummer. Passt auf, Leute, ich verarsche den jetzt. Schau, die haben alle einen Kater. Die haben alle einen Kater. Erst das nicht. Wir mal kurz einen Schlüssel und ziehen hier das mal so. Nee, das können wir bei der Mustang machen. Da kannst du es gerne machen. Es gibt eine Sache, die müsste ich euch jetzt eigentlich noch zeigen. Und zwar, das wäre das zweite Schrottcenter, aber den zeige ich euch jetzt nur ganz kurz, weil ich mag den nicht. Da haben wir überteuerten Laden von Schwabach. Das war wirklich kurz. Mit minimaler Qualität. So. Und Fahrräder, da kosten sogar Autos mehr weniger. Ist halt ernsthaft so, ne? dann würden wir, gehen wir mal hier durch, jetzt mal schon gewesen. Hey, Gran Turismo. Ja, Mann. Was mir an der Peugeot auch mittlerweile gefällt, ist, dass die Peugeot mittlerweile über ihren Zeichen nochmal stehen haben. Sieht man hier ganz gut bei dem Auto, schaut. Heugot. Für alle, die nicht wissen, was das Logo bedeutet. Das GT kann auch großer Trottel heißen, je nachdem halt, ne? Andro TV. Und bei Tigerpanzer wird da drin stehen. Das müsste dann GA heißen. Großer Moralapostel. Großer M. Kleiner Scherz am Rande. Tiger, wir haben dich lieb. Wir ziehen uns natürlich immer gegenseitig auf und somit gehen Grüße auch raus an Tigerpanzer. Ich glaube, der heißt irgendwie. Und dann die komplette League of Unicorns. Genau, League of Unicorns. Legion of Unicorns. Legion of Unicorns. So, und weil ich jetzt gerade dabei bin, noch zu filmen, wollen wir natürlich unseren Power-Trio ärgern, weil der ist ja bei der THW. Und den filme ich jetzt im Endeffekt mit seiner Arbeitskleidung, also THW-Kleidung. Das wird natürlich euch jetzt auch wieder Spaß machen, wenn ich hier ein bisschen Power-Trio ärgere, ne? Unseren hilflosen Wichtel. Ist das immer mit alleine da? Ich weiß, das dann auch mal spielen. Leute, passt auf, er sagte zu mir, ich muss spielen, ne? Und hier haben wir ein Power-Trio. Zum Abschluss des Videos. Abschluss des Videos, perfekt hier. Willst du noch irgendwas abschließend sagen? Du hast den Nagel reinzuhalten, ich halte dann so lange, wenn du da versuchst zu gewinnen. Zuerst müssen wir die Person noch dran. Und wer soll das Spiel kapieren? Das ist ein THW-Spiel, oder? Volksspiel. Lustigerweise. Du hast da diesen Hammer und du musst halt versuchen, den als erstes reinzuhalten. Hammer. Rohrhammer, lass den bezeichne ich nicht als Hammer. Das ist ein Hammer. Das ist ein Zimmermannshammer. Leute, passt auf, ich erkläre euch. Hammer, da hinten auf der Bank Hammer, das THW-Spielzeug. Da schaut technisches Hilfswerk. Aber der hat ja heute mal nicht so was seine Kleidung dabei. Doch. Seine Jacke. Meine Jacke, warte mal. Okay. Schaut mal, Leute, da haben wir doch die THW-Jacke jetzt dazu. Und dann könnte man eigentlich hier ihn wegreißen und sagen, du bist degradiert. Aber klär jetzt mal meine Community auf, wie funktioniert das eigentlich? Was machst du jetzt hier so hauptsächlich bei der THW? Ich bin in der Jugend dabei. Wir üben halt schon mal, bis wir halt dann in der Ausbildungsgruppe sind. Sprich, wir üben genauso mit Holz, mit Metall. Wir üben mit dem Schleifkopf umzugehen, wir üben Stiche und Wunde, eigentlich alles Mögliche. Eigentlich auch viele Sachen, was die THW kann eigentlich auch die Feuerwehr. Und wir löschen jetzt nicht, aber trotzdem immer natürlich Feuerlöscher. Dann gehst du am besten mal zu dem Markus, kennst du? Und der kann ja dann für deine Community
den PKW erklären. Der schwirrt da irgendwo rum, der kann ja, zum Volker gehen. Da machen wir aber, denke ich mal, ein eigenes Ding draus. Da mache ich, glaube ich, meine Dokumentation, da komme ich dann extra nochmal hoch zum THW. Ist eigentlich der Killstyle auch da? Nein, der war aber da. Ja, Leute. Ich habe gesehen, die haben gecheatet, die haben den Zimmermann zweimal genommen. Ja. Also geh mal wieder an deine Station hier, bevor es Stress gibt. Ja, Leute, dann bedanke ich mich. Ich filme dich dann auch dabei. Wir sollen jetzt ein THW-Spiel spielen. Okay, Leute, passt auf, wir spielen jetzt ein THW-Spiel. Also, dieses Spiel hat insgesamt einen Rohrhammer, so nennen wir ihn, und diese zwei Nägel. Aber ihr seht ja, warte, ihr seht ja, das ist ein selbst erfundenes, natürlich ein selbst-createdes Spiel. Hey, du musst es auch mit dem Rohrhammer richtig machen, nicht cheaten hier. Ich hab so. Hack Wars. So, ihr müsst es treffen. Anlegen an Holzkante, ausgestreckter Arm und treffen. Bitteschön. Ich helfe euch. Immer abwechseln. Der, wo es zuerst drin hat, hat gewonnen. MC wollte schon wieder cheaten, Leute. Da müssen wir, glaube ich, einen Zeitraffer machen. Ihr dürft es auch wieder gerade machen, ne? Ihr dürft den... Dann hauen wir ihn ein bisschen rein, damit er wieder fest ist. Schau, ich hab dir jetzt geholfen. Diesen Cheat hab ich öfter erkannt. Der Mann, der immer, er cheatet nicht, was da? Der hat so ein Mod-Menü im Hammer drinnen. Der Zero würde eh ran. So weit geht es raus an dem Zero. Also, ich glaube, ich höre ihn nicht, weil der GKW brummt. Grüße gehen raus an Zero, weil er auch hackt. Ich hack den nicht. Und du hörst jetzt auf zu hacken. Ich hack nicht, ich bin nur intelligent. Siehst du, ich treffe leider mal mit, Chief. Der MC hackt. Ich treffe ihn einfach mit intelligenter Art und Weise. Ist ja stimmt. Komm, wir müssen jetzt mal gescheit machen. Ah, geht doch. So haben wir das drin. Zählt jetzt drin. Fast. Da schon wieder reinhängen. Der MC hackt. Für alle Leute, hier ist der Nagel, der noch reingemacht werden muss. Ja, ich halte für euch, damit man dich sieht. Und dann kannst du deine Abschlussrede machen. Jetzt machen wir mal das Leute, Gleiche mit dem Zimmermannshammer. Leute, passt auf. Also jetzt kannst du noch sagen. Ja Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Hier ist MC on the road again. Unser von wegen, er hackt nicht, ne, er hat voll reingehackt. Weil ich meine, man soll so schlagen und nicht so, ne, lieber MC, aber wie schon gesagt, er ist schwer vom Begriff, er versteht es halt. Intelligente, ne? Handwerkskunst. Ah. Ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ihr es Neues habt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, auch ein Like. Oder wie es manche andere YouTuber zu sagen pflegen, ich bin Abogal, ne? Ich bin hier Leute Abogal, ne? Also abonniert definitiv. Um den Hate dann auch gleich mal wieder ein Chaos zu machen. Und ja, dann hab ich ja viel Spaß. Schaut doch mal bei MC vorbei, super YouTube-Kollegen vorbei, auch bei Power Trio. Genau. Hi. Dann kann MC jetzt noch kurz ein paar Worte dazu sagen und dann MC anschließend kann Power Trio das Video beenden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier die ganze Schoße hier, auch mit dem blauen Lichtung hier. Und die Blechlawinen, Autos, überteuerte Schrottfahrzeuge. Und ja, wie er aber schon gesagt hat, lasst Likes da, Abos, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, macht's trotzdem. Scheißegal. Und ja, so, viel Spaß noch und auf Wiederschauen. Kannst du noch kurz ein paar Worte richten? Dazu übernehme ich mal kurz die Kamera. Ja, kurzer Besuch von mir. Ich hoffe, es hat euch beim lieben Abby mal wieder gefallen. Wie jedes Video natürlich.
Schaut natürlich bei ihm vorbei, beim MC und wenn ihr wollt auch bei mir. Ich bin Paul Trio, er ist MC, er ist Abby. Bis zum nächsten Mal. Ciao.